einen wunderschönen oder nicht so wunderschönen guten Morgen aus unserem vorletzten Tag in Portugal. In Porto, wie ihr seht, hat es regnen angefangen. Ich glaube, seit gestern Abend hat es, glaube ich, mal aufgehört. Bevor wir jetzt abreisen, weil wir haben jetzt schon gepackt und wollen gleich los, zeige ich euch jetzt noch unsere vorletzte Airbnb-Wohnung. Das war das Schlafzimmer. Das Badezimmer. So, dann geht's hier in die Küche. Die war richtig cool. Schön groß. Das Esszimmer und hier das Wohnzimmer. Guten Morgen. Ihr seht alle topfit. Ja, ich fahre jetzt gleich los. Ich hoffe, dass die Autofahrt nicht so scheiße wird durch den Wind und durch den Regen. Und dann verbringen wir die letzte Nacht in Lissabon. Wenn ihr noch geile Bilder vom Urlaub sehen wollt in Portugal, dann folgt mir doch auf Instagram. Da sind einige geile Bilder dabei. Allerdings schon 18 Uhr oder so und wir sind mal wieder in einem Hostel seit sehr, sehr langer Zeit. Kada, wann war deine letzte, das letzte Mal im Hostel? Ich kann sich nicht mehr erinnern. Ich glaube Neuseeland. Neuseeland, schon 1,5 Jahre, oder? Ja, 2014. Ja, schon so lang her. Ja, meine Zeit ist auch schon gute 2 Jahre her. Oder war ich irgendwo in Spanien? Ah, nee, in Spanien. Ja, sag mir mal, bei mir ist ein Jahr her. Ich war irgendwann in Spanien mal in einem Hostel wieder gewesen. Ja, ist hier jetzt auch nichts Besonderes. Hat halt 4 Betten. Ich mache jetzt keine Wohnungsbesichtigung, ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Ist halt ziemlich nah am Flughafen, 15 Euro pro Person die Nacht. Und ja, wir machen jetzt heute auch nicht mehr viel, weil es den ganzen Tag geregnet hat. Auf der Fahrt hat es auch nur geschifft. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in ein paar Stunden dann am Airport. Morgen früh müssen wir um 5 oder so aufstehen. Und ja, dann sehen wir uns in ein paar Stunden. Bis dann. Guten Morgen, Gerda. Du. Wir sind jetzt noch im Hostel. Wir sind gerade aufgestanden. An unserem letzten Tag in Lissabon und in Portugal. Und es ist 5:30 und wir machen uns jetzt fertig. Und dann geht's zum Airport. Tada, ist happy. Ich will heim. So, wir haben jetzt gerade das Auto abgegeben. Und jetzt sind wir auch etwas schlauer mit dieser Maut. Weil mir erzählt haben, dass wir halt 55 Euro bezahlt haben. Und er hat halt gemeint, wir hätten immer da durchfahren müssen, wo oben ein V ist. Und es hat uns natürlich keiner gesagt, wo wir das Auto abgeholt haben. Und ja, deswegen war es jetzt so teuer, wobei sie auch nicht gewusst hat, warum es 55 Euro waren. Aber gut, shit happens. Also ihr wisst Bescheid, wenn ihr ein Mietauto in Portugal habt, dann ja, fragt nochmal nach. Und am besten immer da durchfahren, wo das V ist. So, wir haben jetzt eingecheckt und jetzt werden die Reste von unserem Trip noch verputzt.
genau, sozusagen unser Frühstück. Lecker kommt das aus. So, ein bisschen Verspätung haben wir, 10 Minuten. Zeit, wir lassen uns heute ganz normal vorbei. Und dann holen wir die Koffer. Und dann warten wir auf meine Eltern. Und dann geht's ab. Wir freuen uns schon auf deutsches Essen. Weißwurst. Und jetzt geht's eigentlich nach Hause. Wir haben einen Bärenhunger. Auf deutsches Essen. Auf deutsches Essen. So, wir machen jetzt noch ein Fazit unseres Portugal-Trips. Was gut war, was schlecht war, was wir empfehlen können. Ich würde sagen, wenn ihr irgendwas von den, also wenn ihr Empfehlungen wollt für Unterkünfte, Airbnbs, dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare rein und dann können wir euch Tipps geben, wo wir geschlafen haben. Und ja, so war es eigentlich ein cooler Trip gewesen. Gab es irgendwas, was dir nicht gefallen hat? Ja, was ärgerlich war, war halt die Maut. Ja, das stimmt. In Portugal müsste man sich halt gut informieren, bevor man da hinfliegt. Ja, finde ich auch. Essen ist gewöhnungsbedürftig, finde ich jetzt. Ja, das Problem war, dass es leider auch viel zu hatte, weil wir halt im November da waren. Viele waren schon in Winterpause und die guten Restaurants waren halt irgendwie alle geschlossen oder haben sich vor uns versteckt, keine Ahnung. ja, ansonsten, keine Ahnung, Lissabon war schön. Porto, ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache. Es war okay, fand ich, aber Lissabon fand ich schon schöner. Und ja. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Tipps haben wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare rein. Dann schreibe ich euch gerne zurück oder per E-Mail, was auch immer. Und ich habe unten auch den Link für Instagram, da könnt ihr unsere Bilder anschauen oder meine Bilder. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Bike-Video. Macht's gut, ciao!